Nach dem nicht ganz reibungslosen Abgang vom Haus des Stadiongrafen holten Lex und Nick Jedi von zu Hause ab und fuhren erwartungsvoll zum Haus des Professors. Es hatte schon zu dämmern begonnen und so sahen die drei Freunde die aufgebrochene Haustüre erst, als Lex beherzt klopfen wollte. Leute, hier stimmt doch was nicht. Die Tür öffnet sich fast von selbst. Schaut mal her. Das Schloss ist aufgebrochen. Vielleicht ist der Einbrecher noch im Haus. Das wird mir zu heiß, Freunde. Wir sollten die Polizei rufen. Das könnte übel ausgehen. Was ist, wenn der Kerl ein gewalttätiger Psychopath ist? So wie der Stadiongraf? Genau! Ihr Angsthasen, wir fangen dort an, wo die Polizei aufhört. Wir müssen da reingehen und schauen, ob mit dem Professor alles in Ordnung ist. Hallo? Hallo? Herr Professor? Sind Sie zu Hause? Geht es Ihnen gut? Puh. Riecht dir das auch, Matrosen? Ja, das riecht nach Lauch. Ganz übel. Ich mach mal das Licht an. Überall liegen Dokumente auf dem Boden. Ein Schrank ist aufgebrochen und die Schubladen sind alle ausgeleert. Und da drüben ist ein großes Schwein. Das ist doch nur Jahrmarkt-Nippes. Wie geschmacklos das alles ist. Wie dem auch sei. Ich werde mir mal mit dem Crime Detector den Keller vornehmen. Hoffen wir nur, dass dieser Halunke sich schon verzogen hat. Nachdem Jedi sich auf in den Keller gemacht hatte, durchsuchten die übrigen beiden Kommilitonen das exzentrisch eingerichtete Wohnzimmer des Professors nach Hinweisen. Dutzende von Aktenordnern lagen zuhauf auf den dicken Teppichen, doch besonders staunten unsere zwei Freunde über einige überlebensgroße, geschmacklose Figuren. Neben einem grotesken, riesigen Schwein stand das Abbild eines Zentauren. Die Statue eines sich bäumenden Pferdes war umgestürzt und lag in Scherben durch den Raum verteilt. Lex war inzwischen in all dem Durcheinander ein viel wichtigeres Detail aufgefallen. Er ließ sich nichts anmerken und ging sachte und verstohlen auf einen der schweren Fenstervorhänge zu. Sein Herz klopfte bis zum Hals. Darunter lugten zwei Schuhe hervor. Langsam zog er den schweren Bergkristall heraus, den er stets über seinem Herzen trug. Holte aus. Das gibt eine schöne Beule. Dir ziehe ich eins über die Rübe. Unkenfluch. Dunkelung. Da brat mir einer einen Storch. Lex, das ist der Professor Aziz. Irrtum. Irrtum. Du hast den Falschen erwischt, mein Junge. Die Herr Professor, was machen Sie denn hier? Wieso verstecken Sie sich hinter dem Vorhang? Und warum ist da ein großes Schwein? Die Dunkle hat sich Einlass verschafft. Und ich konnte gerade noch hinter dem Vorhang flüchten. Sie hat alles verwüstet. Und bäumendes Pferd von Papadopoulos ist in 1000 Stücke zerborsten. Die Dunkle? Wie meinen? Einen Moment. Ich muss mich erst mal setzen. Wollt ihr einen Joghurt aus der Küche? Ich muss etwas weiter ausholen, um euch das zu erzählen. Nachdem der Professor die Jungs mit Joghurt versorgt hatte, ließ er sich in einen bequemen Ohrensessel fallen und begann zu erzählen. Inzwischen war auch Jedi aus dem Keller gekommen und löffelte verstohlen bei Nick mit. Wisst ihr, Jungs, ich habe nie daran geglaubt, aber die Legende berichtet uns von einem dunklen Unkenwesen, welches im antiken Europa sein Unwesen getrieben haben soll. Sie und ihre Anhänger waren es, die den Untergang Babylons herbeigeführt haben. Der Mythos erzählt, dass damals eine Krötenplage biblischen Ausmaßes das Land heimsuchte und verheerte. Die Unke vergiftete die Brunnen, verschlang die Ernte und stahl den Müttern Babylons ihre Säuglinge. Ach was. Damals kam der rechtmäßige König Nasrubal-Baal aus der Verbannung. Er ritt auf einem gigantischen Eber in Babylon ein und brach die Macht der Unke mit einem Zauberlied. Oh. Schwarze Dämmerung weich, blüh aus neu mein Reich. Töchter Babylons jauchzet auf, denn der Morgen naht. Gebrochen sei der dunklen Macht, Söhne Babylons kommt zuhauf. Gebrochen sei die Unkenmacht, der Morgen ist schon da.
Seit der Regentschaft König Nasubalbals gibt es den Weißen Orden der Unke, der durch seine Gesänge und Flötenspiel die dunkle Unke in den Schlamm des Vergessens band. Ach so. Seit Jahrtausenden glaubt niemand mehr an die Existenz und Macht der Dunklen, so wie ich. Bis heute. Ich bin ein Mann der Wissenschaft und solche Zauberlieder gehören für mich in das Reich der Folklore. Für mich zählt nur empirisch basierte Wissenschaft. Aber vorhin, als die dunkle Unke mich heimsuchte, fiel mir dieses Lied wieder ein und ich begann hinter dem Vorhang leise zu singen. Meine Stimme gewann an Kraft und so auch der Zauber der alten Weise. Die Unke musste durchs Fenster fliehen. Ich war vor Angst wie gelähmt, konnte keinen klaren Gedanken fassen, bis ihr kamt. Ich glaube nicht, dass es so große Unken gibt. Und überhaupt, alle Fenster sind noch ganz. Als aufgeklärte junge Burschenschaft Babylons ziehen wir es in Betracht, an ihrer wissenschaftlichen richtigen Auffassung zu zweifeln. Ihr müsst wissen, neben dem Weißen Orden gibt es wieder mehr und mehr Anhänger der dunklen Unke. Sie wollen Babylon zurück in den Schlamm der Unke ziehen, um ihre Schreckensherrschaft aufzurichten. Sie sind überall. Nehmt euch in Acht. Nehmt euch in Acht. Huhuhu, Unke Weiche. Quod erat demonstrandum. Wie sagt man so schön? De omnibus dubitandum. Ihr Wissen im Bereich der Kryptozoologie in allen Ehren, Herr Professor. Aber ich schätze, die archäologische Beweislage wird diese Räuberpistole nicht unterstützen. Das wird sicher nur ein dummer Bubenstreich gewesen sein. Aber keine Sorge, wir gehen der Sache nach. Aber Lex, als gestern bei der Kanzlerin... Au! Wieso knusst du mich, Lex? Es ist jetzt auch schon spät und wir haben noch einiges zu besprechen, Kommilitonen. Kommt, gehen wir auf einen leckeren Joghurtbecher für drei zu Fabrizios Joghurtpalast. Herr Professor? Na dann, hopp hopp! Amen, Marduk, hopp hopp hopp!